Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist 8.27 Uhr. Es ist der 29. März 2022. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Room. Wir bereiten uns auf unserem morgendlichen DAX Trade vor. Einmal nochmal eine Check-up-Liste. Wir haben 48 Punkte. Das heißt, wir gehen mit einer 15er Box ins Rennen. 0,008 erstes Risiko und wir haben ein Minigap von ca. 37 Punkten, 40 Punkten. Wir machen den Chart etwas größer. Sehen hier die Blue Boxen 25, 25, 33er in den Abendstunden. Und in unserer Trading Session sehen wir, das waren die Trades, die wir gestern gemacht haben. Und wir zeichnen gleich unsere Take Profits ein. Also wir gehen einmal wie jeden Tag einmal in die Richtung 50er Zone. Das müsste irgendwo hier sein. Ja, 50er einmal um. Und 50er müsste hier Gap Closing sein. Genau, 50er da. Dann haben wir Big Numbers unten und Daily Pivot als Zielmarke. Und oben die 14.700er Marke als neue Big Number, die wir seit jetzt lange Zeit nicht mehr gehabt haben. Schauen wir mal, ob wir heute die Dynamik bekommen an einem Dienstag. So, das ist die Vorbereitung. Nochmal zum Regelwerk. Ab dem zweiten Trade gehen wir auf angepasst und gehen dann in diese Richtung der grünen Gewinnzone. Das heißt, wir wollen ein bisschen mehr mitnehmen. Kommen wir zu den Vola-Boxen. Zu den Vola-Boxen. Vola-Boxen sehen wir hier auch ein Gap. Ein Gap. Gestern wurde direkt geschlossen. Dann gab es am Nachmittag hier die eine oder andere Box, die man gut getradet hat. Und wir wollen wissen, wo kommen heute Morgen die Boxen rein. Der Forecast steht bei 14.542. Das würde bedeuten, beim Gap. Also hier. Und wenn das so bleibt, dann würden wir das sogar als mit erhöhtem Risiko traden. Denn das Regelwerk sagt, wenn von dem Eröffnungskurs um 9 Uhr bis zur Vola-Box 40 Punkte Minimum sind, dann versuchen wir den Konter zu traden. Also, das der Forecast. Und jetzt gehen wir jeden Morgen einmal in die Großwetterlage und fangen an bei den Kryptos, fangen an bei Bitcoin. So, Vorlage, Zickzacklinie, Daily, Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Da ist die Richtung klar aktuell in den Kryptos. Weiter im Dow Jones. Daily Long. 4 Stunden Long. Stunde Long. 30 Long. 15 Long. 5 Minuten Short. Auch hier im übergeordneten Trend. Also alles Long wieder. S&P 500. Daily Long. 4 Stunden Long. Stunde Long. 30 Long. 15 Long. Und 5 Minuten auch Long. Hier ist auch die Richtung klar. USD Technologie versus Nasdaq Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Kommen wir zu den JI Ewings, kommen wir zu Öl. Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten Long. Ja, da noch nicht ganz klar die Richtung. Gold, Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Und der letzte Markt ist The DAX, Daily Short, im Gegensatz zu allen amerikanischen Indizes. 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Ja, da sehen wir hier auch 5 Minuten für die Chartisten, ja. Kopf-Schulter-Formation, Nacken, 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 also mal gucken, mal schauen, wir sehen aber hier das Level, gehen wir mal auf 15 Minuten,
Sehr schön zu sehen hier. Also, bin gespannt, ob wir erstmal Gap Closing machen. Das war der Roundup ganz kurz am Morgen und wir schauen jetzt einmal auf unsere Wirtschaftsnachrichten. Was erwartet? Dazu gehen wir einmal auf unsere Homepage. So, Wirtschaftskalender. Uhr. Also erst 16 Uhr. Für die Amerikaner bin ich nicht mehr da. Also heute Vormittag alles ruhig. So, 8:55 Uhr. Wir sind long im ersten Trade. Long im ersten Trade. MTX. Schauen wir uns auch mal an. Da gibt es noch nichts. Long im ersten Trade. Ab dem zweiten Trade gehen wir auf angepassten. Dort haben wir die Zielmarken, die grünen Zonen. Heute auch das Gap Closing. In 5 Minuten geht's denn los. Wer Herz Rhythmusstörung hat im vierten Trade, der hat jetzt gleich die Möglichkeit. Der Kurs wurde schon einmal jetzt angeteasert hier an der gestrichelten Linie. MTX entwickelt sich gerade. Gestrichelte Linie 01. Das Tief heute Vormittag lag bei 64, 81, 82 jetzt gehandelt. So, bei unserem Take Profit wird es ein wenig, wenn die Orders aufgegeben werden, war eine Klumpen, die da wohl aussteigen bei diesem Level. Also bei 77. So, 73, 72 gehandelt. Null Komma null zwei. So, wir bereiten uns schon mal für unseren MTX Trade vor mit 0,05 auch. Boxlinien werden rausgeholt. Unser Trade geht jetzt hier rechts in die nächste Runde 0,01 und das war der Eröffnungstrade auf der rechten Seite. Jetzt unseren Trade. Wir haben jetzt MTX noch 4 Minuten. Warten wir.
Und ich verabschiede mich bei den YouTubern, also Tagesziel die 0,01. Das Alte ist hiermit erreicht. Und wir hören uns morgen wieder. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch.